Hallo, heute das nächste Tutorial, und zwar möchte ich mal zeigen, wie man Schatten machen kann in GIMP. Und zwar gibt es da ja mehrere Möglichkeiten. Ich möchte mal drei Stück zeigen. Zwei Filter sind darunter, das heißt, das geht dann relativ schnell und einfach. Und dann noch eine Variante, wo wir den Schatten im Prinzip selber machen. Ich habe mir mal soweit vorbereitet einen Hintergrund. Und dann habe ich mir mal noch ein Objekt reingezogen. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwas, was ihr euch ausgeschnitten habt, oder ein Text zum Beispiel. Man macht das ja sehr gern bei Textschatten, wie ihr das eben braucht. So, als erstes wählen wir das einfach mal aus und können jetzt im Prinzip, ich würde erstmal vorschlagen, ich gehe mal mit Rechtsklick auf das Objekt drauf. Und gehe mal Ebene auf Bildgröße, dass die Ebene genauso groß ist wie das Bild. Jetzt können wir, wie gesagt, diese Ebene mal auswählen. Also das Objekt, jetzt gehen wir auf Filter, können auf Licht und Schatten gehen, wie der Name schon sagt. Und hier sind jetzt zwei verschiedene Schatten, Arten versteckt. Der erste ist der Schlagschatten. Im Prinzip kann man sich hier mehr oder weniger durchprobieren. Also eigentlich ist das relativ simpel hier. Wir haben hier oben die Koordinaten, und wenn ihr das einfach mal durchprobiert, seht ihr eben, ich mache mal einen Moment, die Deckkraft ein bisschen hoch, dass man es ein bisschen besser sieht, dass man hier eben den Schatten im Prinzip von der Position her verschieben kann. Ihr könnt auch dieses Kettenglied lösen, indem ihr draufklickt, und dann könnt ihr die X-Ebene, also die waagerechte, und die Y-Ebene, die senkrechte Koordinate, selbst verschieben, je nachdem, wo ihr eben den Schatten hinhaben wollt. Und ihr könntet das auch noch weitermachen. Also die Skala hört zwar auf, aber wie ihr seht, man kann den Schatten im Prinzip hinlegen, wo man möchte. Hier kommt dann der Weichzeichenradius. Wie der Name schon sagt, hier kann man das ein bisschen indirekter machen, je nachdem, wie man das eben braucht. Also hier ist das schon automatisch ein Filter mit drin. Das ist der Ausweitungsradius, das sagt nochmal im Prinzip, wie groß der Schatten wird. Das heißt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, als wenn eine Lampe vor dem Objekt ist, und je näher man rangeht, umso größer wird dann natürlich der Schattenradius sozusagen. Die Farbe des Schattens sollte auch klar sein. Im Normalfall nimmt man da ja Schwarz. Wenn man ein bisschen was Künstlerisches machen will, kann man natürlich jede beliebige Farbe nehmen. Die Deckkraft ist auch klar. Hier geht man ja im Normalfall immer ein bisschen runter, damit man eben den Schatten ein bisschen indirekter macht. Je nachdem, wie man das eben möchte. Und wir hatten dann noch die Beschneidung, das ist dann anpassen oder beschneiden. Das heißt im Prinzip, bei anpassen geht das über die gesamte, also über alle Ebenen drüber. Und bei Beschneiden heißt das, hätte ich jetzt die Ebene klein gelassen, hätte dort der Schatten auch aufgehört. Und hätte natürlich komisch ausgesehen. Und hier hat man auch nochmal die Deckkraft, ja, zusätzlich zur Deckkraft hier oben im Prinzip. Und das war eigentlich schon alles zu diesem Schatten, und ich sage mal, es sieht ja relativ schick aus. Dafür, dass man wirklich wenig Arbeit damit hat. So, das war die erste Variante. Die zweite Variante habt ihr ja gerade schon gesehen. Filter, Licht und Schatten. Jetzt gehen wir auf lange Schatten. Ich muss ja mal die Farbe umstellen. Dieser lange Schatten im Prinzip wird auch oft genutzt, um zum Beispiel einen 3D-Effekt zu erzeugen oder 3D-Buchstaben sozusagen. Das heißt, auch hier kann man den Winkel wieder verstellen, also den Schatten so rumdrehen und sagen zum Beispiel hier, das ist im Prinzip so eine Art 3D-Modell, sage ich mal. Hier kann man die Länge einstellen, wie lang der Schatten ist. Die Farbe ist auch wieder klar. Hier hat man die Möglichkeit einzustellen, Schatten und Bild. Nur Schatten, das sieht man dann eben nur den Schatten, oder Schatten minus Bild. Da kann man so ein bisschen wie so negativ machen. Also eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, wenn man weiß, oder wenn man den Effekt sucht und dann weiß, dass er eben hier drin ist. Hier haben wir dann nochmal die Ebenenoptionen. Das heißt also, ähnlich wie ihr das auch im Ebenenmenü habt, hier könnt ihr dann eben einstellen, wie sich die Ebene eben verhält generell. Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Hier würde ich sagen, einfach mal selber durchprobieren, wie eben die Farbe
ob die zum Beispiel was wegschneidet, also Differenz sozusagen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch hier wieder die Deckkraft. Ja, und generell könnte man jetzt zum Beispiel sagen, man macht hier eine andere Farbe und jetzt kann man das so ein bisschen auf 3D-mäßig machen sozusagen. Angenommen, man würde hier jetzt noch eine Auswahl machen. Diese Auswahl umranden mit einem schwarzen Streifen, könnte man ja so ein richtiges, wie so ein Kastenprofil machen, fast schon. Also das wäre jetzt die zweite Möglichkeit, einfach einen Schatten zu machen. Und die dritte Möglichkeit wäre, das ganz einfach selber zu machen. Hier brauchen wir das Werkzeug Spiegeln und dann eventuell noch die Perspektive, also das Perspektive-Tool oder eben die 3D-Transformation. Das heißt, wir spiegeln einfach, also wir kopieren uns erst einmal diese Ebene, also dieses Objekt. Da gehen wir mal mit Rechtsklick auf die Ebene und gehen mal auf Ebene duplizieren. Und das können wir jetzt zum Beispiel, theoretisch könnten wir es auch einfach verschieben, das heißt nach hinten verschieben und dann das schwarz-weiß machen, also schwarz machen und dann haben wir ja schon unseren Schatten erzeugt sozusagen. Oder wir wollen, dass es den Schatten so nach unten fallen lassen oder nach hinten, wie man das ja eigentlich typischerweise macht. Und dafür nimmt man dann zum Beispiel das Spiegeln. Also wenn wir jetzt vortäuschen, das Licht kommt von hinten. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Ich gehe mal hier auf Spiegeln. Hier müssen wir sicher gehen, in welcher Ebene wir sind. Und jetzt gehe ich einfach mal hier drauf. Und jetzt haben wir das gespiegelt und das verschieben wir jetzt einfach mal. Das heißt, hier haben wir jetzt im Prinzip unser gespiegeltes Objekt sozusagen. Man kann sich das dann natürlich alles noch ein bisschen zurechtrücken, je nachdem, wie groß euer Objekt ist. Und jetzt haben wir im Prinzip mehr oder weniger schon unser Spiegelbild, also unseren Schatten erzeugt, sozusagen. Und den müsste man jetzt natürlich noch ein bisschen schwarz-weiß machen. Das heißt, zum Beispiel über Belichtung. Schwarzwert ganz hoch, Belichtung runter. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das eben ja, zu entfärben. Und dann müssen wir die Ebene einfach noch von der Deckkraft ein bisschen runternehmen. Und schon haben wir im Prinzip selber einen Schatten geschaffen. Diesen Schatten könnt ihr natürlich auch hinten nach hinten machen. Und ihr könnt natürlich auch hier noch Filter anwenden, was ich vorhin gesagt habe. Das heißt zum Beispiel das Perspektive-Tool, das heißt also, dass man das noch ein bisschen nach hinten fallen lässt, um dann eben ja, zu entscheiden, wo eben, ich sag mal, da der Schatten sozusagen hergefallen kommt. Also wie gesagt, das müsst ihr dann eben selber wissen, wie das bei euch dann eben aussieht, um eben ja, das dann eben so zu simulieren, sag ich mal. Natürlich kann man jetzt noch das ein bisschen verschieben hier, je nachdem, wie man das eben braucht. Und man kann jetzt natürlich noch sagen, man macht zum Beispiel einen Filter mal drauf, dass man den Schatten zum Beispiel noch ein bisschen weicher bekommt. Das heißt, wir wählen einfach mal die Ebene aus. Gehen mal auf Filter, gehen auf Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner ist da ja ganz klassisch und jetzt drehen wir einfach die Werte hoch und sehen, dass wir hier den Schatten doch ein bisschen indirekter machen und somit haben wir ganz schnell einen Schatten geschaffen. Also im Prinzip fast das gleiche wie mit den Filtern oben, nur eben selber gemacht und hier hat man dann eben noch mehr Möglichkeiten. Ja. Ihr könnt auch hier wieder diese Klammer lösen, um einfach zu sagen, ich möchte in der X-Richtung noch ein bisschen ja, so einen Bewegungseffekt haben, je nachdem, wie man das eben möchte. Und ich denke, das sieht doch auch ganz respektabel aus fürs selber gemacht. Und wie gesagt, hier sämtliche Möglichkeiten, den Schatten noch zu bearbeiten, noch ein bisschen mit einem Radierer drüber oder noch einen Filter, einen Wellenfilter oder irgendwas anderes. Also 1 Million Möglichkeiten, so ungefähr.
Gut, das war es dazu. Also wirklich drei grundlegende Sachen, die man immer wieder braucht. Wie gesagt, auch gern angewendet auf Text. Und ja, das war es auch schon wieder dazu. Und Dankeschön fürs Einschalten.